Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Freitag und ich glaube, das Team der Woche habe ich schon vorgestellt, ne? Das ist doch eigentlich, oder habe ich es noch nicht vorgestellt? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Wir haben heute Gareth Bale, wir haben Shaqiri drin, wir haben Coentrão dabei, wir haben Olic, Fellaini, wir haben Boateng. Und das ist auch schon mal richtig nice. Wir haben noch Junuzovic hier unten. Richtig, richtig cool. Also so ein paar starke Spiele, die ich alle gerne hätte. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Das wäre richtig, richtig cool von euch. Und wir starten einfach mal direkt hier in das Pack-Opening. Es gibt heute 15 K-Packs, ganz viele. So für ein paar Tage, für noch 4 Tage. Wir machen einfach mal ein paar auf. So nebenbei gucke ich mal hier auf die Kommentare vom letzten Mal. Dann drehe ich inzwischen mal den Monitor hier hinten. So, und dann sehen wir, wir ziehen erstmal Bedimo. Okay. Ja, ich hoffe, dass der Sound heute okay ist. Eventuell vielleicht ein bisschen asynchron. Ich hoffe, dass es kein Knistern oder sonst irgendwas gibt oder irgendwie andere komische Sachen. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert, dass es alles toll ist und so weiter, weil der Sound war in den letzten Folgen irgendwie ganz komisch. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal ganz kurz hier durch die Kommentare aus der Folge 169. Und ich guck mal. Kannst du mich bitte grüßen? Jo, auf jeden Fall. Gucken wir mal. So, okay. Da habe ich ein paar Kommentare überprüft. Lade das mal neu. 108 Kommentare. Sehr schön, dass wir wieder so viele Kommentare hatten. So. Gut. Der Ugo Sieper schreibt, kannst du mich und Ali Grüppel grüßen, bitte? Du bist echt sehr cool. Okay. Danke, dass du die Coins gezeigt hast. Also erstmal auf jeden Fall die Grüße an dich und an deinen Kumpel. Checkermecker fragt, danke, dass du deine Coins anzeigst. Das war auch nur ein Fehler. Eigentlich möchte ich ja da oben Social Media stehen haben. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich zeigen muss. Irgendwo stehen sie halt. Wenn man halt unsere Social Media Seiten da kennt und sieht, gerne auch die auschecken. Ihr wisst ja Bescheid. Uns gerne auch da folgen. So, Itobe ist, glaube ich, auch nichts wert. So. Okay. Daumen hast du wieder, schreibt der Cherus Minimus. Das ist aber nett. Erst liken und dann schauen ist Standard, oder? Sagte Redstar. Ja, nicht bei allen. Nicht bei allen. Einige sagen sich auch, oh, gar nicht liken oder so. Und Pisscheck haben wir hier im Pack. Das ist gut. Und Piqué, glaube ich, nicht so viel. Preisvergleich, Bisscheck 2K, 3K, 4, 5, das ist gut. Schaust du Bibis Beauty Palace, schreibt der Erazzo, oder fragt der Erazzo eher. Nur aus Satiregründen, also wenn sie verarscht wird. Hey, Leute, ich habe mir heute mal gedacht, ich zeige euch mal meine neue Uhr. Ich finde sie total toll. Schaut mal an, sie ist zwar etwas teurer, ja, unterstützt durch Produktplatzierung. Hey, aber ich finde sie total super, diese Uhr von... Ich weiß nicht, wie der heißt, aber schaut euch gerne mal meinen Amazon-Link an, da könnt ihr euch die natürlich auch kaufen. Natürlich sagen wir auch hier, wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft gerne über Amazon ein. Aber so ganz dreist zu sagen, das ist meine Lieblingsuhr inzwischen, weil ich sie auch gesponsert bekommen habe und so, aber das ist halt nicht wirklich zu sagen, das ist halt sehr dreist irgendwie. Aber das kann ja auch vielleicht das sein, dass das, ne, das ist wirklich ihre Lieblingsuhr und so weiter. Ich weiß nicht, ich finde ihren Kanal... halt nicht so... Es tut mir leid, Leute, die es halt mögen, tut mir leid. Schaut es gerne weiter, wenn ihr es gerne sehen möchtet. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde es persönlich eher, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Nicht so real, wie sie angeblich tut. Also wenn man sagt, oh, ich träume von euch jede Nacht und so weiter, ich liebe euch alle. Das ist... ohne Menschen zu verletzen, die es wirklich sehr gerne sehen, die es wirklich mögen... aber das ist wirklich Verarsche. Was? Es kann doch nicht sein. Also selbst bei uns 30.000 Abonnenten, ja, wir haben 30.000, 32, was auch immer, halt ziemlich wenige im Vergleich zu dem, was Bibi oder sonst wer hat. Aber zu sagen, ich denke an euch alle, okay, im übertragenen Sinne, aber man kann nicht an jeden Einzelnen denken. Man kann nicht, ich kann ja nicht sagen, dass ich jeden Einzelnen liebe. Dafür muss ich ja eine persönliche Bindung zu jemand aufbauen, um ihn lieben zu können. Ich finde es super, dass ihr dabei seid, ja? Ich bin euch dankbar, dass ihr dabei immer einschaltet und so weiter. Aber von Liebe kann ich nicht sprechen. Liebe ist das, was man persönlich zu einer Person aufbaut. Und das geht nicht
dadurch, dass ich Videos mache und ihr dazuschaut und ihr, was weiß ich, über meinen Amazon-Link was kauft oder was auch immer, so entsteht doch keine Liebe. So habe ich das Gefühl, will Bibi das den Zuschauern oder auch nicht nur Bibi, es ist nicht nur Bibi, ich will mich nicht daran festhängen. Es gibt auch viele andere, die sowas machen. Die sagen, oh, ich liebe euch so sehr und so weiter. I love you all! Das war ja schon immer so, also, dass man dankbar ist und sich freut, dass so viele Leute zuschauen. Das ist eine Sache, ja? Das finde ich, ist durchaus möglich. Aber ich kann niemals sagen, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss und damit vielleicht Leute enttäuscht, aber dass ich euch liebe. Wie kommt man darauf? Also, Liebe entwickelt man zu einer Person, die man persönlich kennt, die man persönlich kennenlernt, und das ist hier auf YouTube gar nicht möglich. Wenn man sich so auf Netzwerktreffen und so weiter trifft, ist das vielleicht eine andere Sache, dass man sich mal so kennenlernt und so weiter und dann sich cool findet und so, aber man trifft sich einfach dafür viel zu selten, dass man sagen kann, oh, boah, jetzt liebe ich dich voll. Auch zwischen Jungs ist auch irgendwie was ganz Komisches, oder? Also, weiß ich nicht, also zu einer Frau Liebe, so, oder wenn das vielleicht Frauen sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber so zwischen Jungs, besonders, ich bin schon bald 30 und wenn dann irgendwie so junge Leute kommen, die zwischen 10 und 15 oder 17 oder so sind und ich sage, hey, ich liebe euch alle, das klingt echt gefährlich falsch. Es klingt einfach gefährlich falsch. Ja, also, weiß ich nicht. Entschuldigung, dass ich dieses Thema hier gerade so aufgreifen muss, aber ich finde, das klingt einfach gefährlich und falsch. Ja, also, dann müssten sich auch irgendwie, also, wenn ich Kinder hätte, würde ich denken, da läuft irgendwas falsch. Wieso sagt dieser alte Sack zu meinen Kindern, dass er sie liebt? Und dann will er sie auch noch treffen oder so. Nee, sorry. Also es tut mir leid, wenn ich euch desillusioniert habe, aber das kann ich nicht. Das ist reine Verarsche aus meiner Sicht von Bibis Beauty Palace und Konsorten, die das alle so machen. Ja, das ist ja nichts Neues. Das hat man früher ja auch schon bei irgendwelchen Superstars gehört, auch Michael Jackson. I love you all. Das ist... Und dann gehen natürlich die Leute ab. Die Zuschauer bauen eine ganz andere Bindung auf. Oh, sie liebt uns wirklich alle. Ja, klar. Und weil ihr auch alle über ihren Link einkauft oder was auch immer, weil sie halt Geld macht mit ihren Zuschauern. Ich will ja nicht sagen, dass ich froh bin, dass auch einige unsere Links benutzen, dass wir halt auch das wieder investieren können in diesen Kanal. Aber ich würde deswegen nicht sagen, hey, ihr seid so toll, ich liebe euch über alles, ja. Ich liebe euch über alles. Und ihr schaut auch immer gerne meine neue Uhr an und... Sorry. Also, ich kann das Thema gar nicht kurz genug bearbeiten, dass man sagt, okay, es reicht. Ich müsste da schon über Stunden dran reden. Es ist einfach verkehrt. Tut mir leid. Also, Erazzo, es tut mir leid, dass ich da Bibi so lange als Beispiel nehmen musste. Es ist einfach verkehrt. Für mich persönlich. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr gerne solche YouTuber schaut, so wie Bibis Beauty Palace, und ihr denkt, die mag uns wirklich, die liebt uns wirklich, also mögen und lieben ist noch ein Unterschied für mich persönlich. Vielleicht hat Bibi das noch nicht so ganz erkannt, aber es ist halt für mich nur eine Masche, um Leute an sich zu binden und den Kindern das Taschengeld aus der Hose zu ziehen. Das möchte ich nicht. Ich sage extra, wenn ihr euch gerne was kaufen möchtet über unseren Link, dann macht das. Es verbietet keiner hier auf diesem Kanal, euch anderweitig zu informieren oder andere Möglichkeiten euch zu suchen, irgendwas zu kaufen oder was auch immer, wenn ihr das kaufen möchtet. Ich zwinge niemanden dazu, dass irgendjemand irgendwas kaufen muss oder soll oder was auch immer. Okay, egal, wie auch immer. Ich hänge mich zu lange an diesem einen Thema auf. Es tut mir wirklich leid. Wir machen hier ein paar Packs auf. Es ist nichts Besonderes bisher drin gewesen. 15K-Packs, bla bla bla. Mal ein neues Logo mitgenommen. Ansonsten alles weg. So, Paul Metzler schreibt, mein Kumpel hat mal Isco für 60k gekauft. Ja. Und inzwischen ist er halt nichts mehr wert. Oh, Iniesta. Und Illini. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich überlege gerade, wie viel der jetzt so wert ist. Es ist tatsächlich nicht mehr so viel wert. Selbst Iniesta ist nur noch 8 bis 18k wert. So ist das mit dem Preisverfall, ne? So, Chiellini, was sagst du denn? 1900? Also so 2000 kann ich ihn reinstellen, ne? So. Denkst du, dass der Keremus in FIFA 16 revolutionär geilo wird?
Ich bezweifle es einfach mal ganz stark. Sie werden bestimmt irgendwas noch ändern. Ich bezweifle aber ganz stark, dass EA große Änderungen vornehmen wird. Wenn sie das machen würden, wäre ich extrem überrascht und ich hoffe auch positiv überrascht. So, was haben wir denn noch? Also das hat gerade der Paul Metzler gefragt, ne? Der Startflash 234. Comedy Gaming und Co. schreibt, hey, mach weiter so, du bist Weltklasse, aber hast nie klug. Ich glaube, er meint Luck. Ich habe im 100k-Packs einfach mal Neymar, Neuer und Suarez gezogen. Oh, das ist doch nicht schlecht, Roman schreibt, cooles Video, bleib wie du bist. Gerne. Redstar schreibt, endlich mal wieder ein geiles Team der Woche. Ja, das denke ich auch. Mit Bale und so weiter. Den wollen wir natürlich ziehen. It's Minouche schreibt, kannst du ein Best-of von den Packs machen? Oder ist das zu viel Arbeit? Würde mich über eine Antwort freuen. Das schaffe ich aktuell nicht. Es gab mal so einen Zusammenschnitt von dem Rackstar. Der ist auch irgendwann hier so ein Best-of auf unserem Kanal. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Ist jetzt nicht irgendwie mit den krassesten Sachen oder so zusammen oder es ist nicht vollständig oder so. Er hat sich halt ein paar Sachen rausgesucht, hat die so zusammengeschnitten. Fand ich eigentlich auf jeden Fall ganz nett. Könnt ihr gerne mal auschecken. Irgendwo auf unserem Kanal gibt es irgendwie so ein Best-of. So, Max Jean schreibt. Ah ne, Fumbi schreibt erstmal. Bei den Titeln dachte ich, du hast Messi gezogen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Titel gekommen bin. Irgendwie wollte ich jetzt, ich habe sie nicht mehr alle oder so schreiben, aber dann hat es von der Länge nicht gepasst und irgendwas war da noch. Ich weiß nicht, irgendwie war der Titel einfach irgendwie bla. So, Max Jean schreibt jetzt aber, gutes Video, ich schaue alle deine Videos, gleich Like. Danke, super. Richard Kossack schreibt, Otaldo, wenn man deine Videos auf 0,5 Geschwindigkeit schaltet, lacht man, weil du so krank, weil es sich anhört, als ob du auf Drogen bist. Ja, das ist ja irgendwie klar. Wenn man halt so langsam auch redet, dann sieht halt jeder aus, als würde er auf Drogen sein. Ich muss mal gerade gucken, wie weit bin ich. Ich habe mich so lange über Bibi ausgelassen. Wir haben nichts Krasses gezogen, außer Iniesta und so weiter. Aber also 89er? 89er im Pack. Wie viele 89er gibt es eigentlich? Ich muss mal ganz kurz nachdenken. 89er. Oh, Thomas Müller. Also Packluck ist gar nicht so schlecht. Wir ziehen schon ein paar gute Spiele, aber jetzt noch nicht so die krassen Informs oder was auch immer. 89er. Suarez 89, Iniesta 89. Ansonsten fällt mir auch gerade kein 89er so ein. Falcao? Hat er noch. Oder hat er 88, 89, 90? Ich weiß es gerade nicht. Okay. Noch ein Kommentar. Achso, habe ich nicht. Jetzt Minouche gerade vorgelesen. Achso, ja, das war eben gerade jetzt noch ein Kommentar von ihm. Auch wenn das vielleicht für einige gemein ist, aber in der nächsten Folge sind noch genug Kommentare dafür da. Sehr geiles Pack und ich habe leider seit 2 Monaten keinen Pack-Luck mehr. Ich hoffe, du machst noch sehr lange YouTube am Ende noch eine Frage. Spielst du Call of Duty oder hast du es mal probiert? Ich spiele keine Shooter an sich. Also vielleicht noch so Third-Person-Shooter wie Mass Effect, aber so richtig Shooter spiele ich eigentlich nicht. So, Hunter noch mitgenommen. William auch eventuell nochmal anbieten. Preisvergleich 2600. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und ja, vielleicht sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Macht's also gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!